Guten Tag. Wir sind gerade auf dem Weg der Sinne. Wir befinden uns in Österreich. Ich würde auch sagen in Tirol. Und ja, und zwar sind wir vorgestern, waren wir in Frankreich und sind dann noch, sag ich mal, in die. Hier ist irgendwas, ne? Na, hier steht irgendwas. Natürliches Kunstharz. Da sind wir auf jeden Fall die Hälfte der Schweiz oder ein Drittel der Schweiz wieder zurückgefahren, aber obenrum, also praktisch über Bern und so, wo wir eben noch nicht waren, aber eigentlich nur um halt zu fahren und haben dann an einem Sonnenblumenfeld übernachtet. Da können wir euch auch Bilder einblenden, weil das war echt cool. Leider hat es aber zu dem Zeitpunkt schon ziemlich lang geregnet und insgesamt, glaube ich, jetzt bis heute früh oder gestern Abend 48 Stunden am Stück geregnet. Das war nicht ganz so cool. Hier ist gerade auch so eine Station übrigens von diesem Weg der Sinne. Wollte ich euch nur mal eben zeigen. Genau, was wollte ich sagen? Danach sind wir, also gestern, noch durch den Rest der Schweiz, dann durch Liechtenstein, weil unser Navi uns da lang geschickt hat. Also wir hatten das jetzt gar nicht mehr so richtig geplant, nach Liechtenstein zu fahren, weil was gibt es da auch zu sehen? Klar ist es cool, wenn man dann sagen kann, ich war in dem, dem und dem Land, aber unser Navi hat uns durchgeschickt und dann waren wir auch noch in Liechtenstein. Und dann sind wir eben auch jetzt nach Österreich gekommen. Gut, dann sind wir gestern die Silfretter Hochalpenstraße gefahren. Heißt das so? Ich glaube, ja. Ne? Soll ich ihm den Schnuller geben? Bitteschön. Ja. Und ihr müsst wissen, wir haben uns deutlich mehr erwartet. Das war die erste Passstraße mit Maut. Also die in der Schweiz, die wir gefahren sind, da waren alle ohne Maut. Und also wir haben 16 Euro bezahlt und es war irgendwie nicht so, wie man vielleicht erhofft. Ungefähr jede Passstraße in der Schweiz, die wir vorher gefahren sind, ist schöner. Klar, wenn ihr wollt, könnt ihr diese Straße natürlich auch fahren, also die Silfretta. Aber wir hatten jetzt zwar auch nicht das beste Wetter, aber trotzdem, es waren nicht unzählige solche Kurven oder sonst was. Also es gibt schönere. Genau, und dann sind wir gestern Abend noch in eine Therme gegangen, also mit so Gletscher, Wasser und keine Ahnung. So, hier war jetzt wieder so ein Dings vom Weg der Sinne. Vielleicht kann ich das eben auch nochmal zeigen. Da. Ich habe aber auch noch ein Bild gemacht. Wo waren wir? Achso, wir waren in der Therme, genau. Mit dem Kleinen, das war echt cool. Wir waren, glaube ich, das erste Mal so richtig mit ihm im Schwimmbad. Und er war im Babybecken. Und die Sache ist halt, wir waren in Italien ja an dem See und da war ihm das Wasser zu kalt. Und gestern hat es einfach nur ein Stückchen gebraucht, ehe er sich da an das Wasser gewöhnt hat. Am Anfang war er nur mit den Füßen drin, dann saß er drin, ne? Ja. Und dann, Philipp sagt, da war ich dann gar nicht dabei, dass er dann noch durchs Wasser gekrabbelt ist. Das war ganz so süß. Also, er ist halt so gekrabbelt, dass er gerade noch seinen Kopf rausgeguckt hat. Und das war ja das Babybecken, war sehr flach. Und er eben nicht mit dem Gesicht drin war. Und da ist er halt durchs Wasser gekrabbelt, ist auch einmal aus dem Gesicht reingedutscht. Aber er hat ja auch nicht weiter geschüttet, er hat kurz gehustet. Und das war's. Genau, und Philipp war ja auch die ganze Zeit dabei. Ist er rausgefallen? Nö. Gibt keinen Grund. Ist nicht schnell genug. Genau. Und dann haben wir in der Nähe von der Therme uns einen Schlafplatz gesucht und haben dort übernachtet und sind dann heute früh einen Pass gefahren. Kühtai hieß das. Also das ist eigentlich ein Ort, der ist bloß halt oben dann an dieser Passstraße sozusagen und deswegen heißt die halt so. Und da haben wir auch auf jeden Fall oben Bild gemacht. Genau. Und dann sind wir nach Innsbruck gefahren und haben dort unsere Wäsche gewaschen. Wir haben aufgrund des Regens unsere Sachen nicht trocken gekriegt, die wir schon gewaschen hatten, weil wir konnten ja nichts raushängen und mussten aber dringend waschen. Das hat sich immer mehr angesammelt, weil wir ja nicht für 16 Tage die Sachen mit haben.
einfach aus Platzgründen. Klar, wir haben viel Platz, aber man kann ja auch einfach waschen. Wir haben halt auch andere Sachen viel mit. Eben, Kinderwagen und solche Späße. Und man will sich ja trotzdem in dem Bus noch schön aufhalten können. Und auf jeden Fall haben wir dann heute gewaschen und getrocknet in Innsbruck. Das war eigentlich ganz entspannt. Und sind dann währenddessen noch ein bisschen rumgelaufen, waren dann in so einem Park an... Der Fluss heißt Inn, richtig? Deswegen richtig. Heißt es auch Innsbruck. Ich glaube, hier ist der Energiesteinkreis, oder? Ja, kann man hingehen. Genau, und sind jetzt auf dem Pillberg, haben unser Auto hier unten irgendwo abgestellt und gehen jetzt eben gerade den Weg der Sinne und haben wieder einen Parkplatz mit bezahlen. Stimmt, der Parkplatz ist mit bezahlen, aber da kosten 24 Stunden 3 Euro und 7 Tage 18 Euro. Und ich zeige euch jetzt den Energiesteinkreis.